Und hatte eben hier den Forschungsschwerpunkt Mobilität, auch soziale Ungleichheit und Gender Studies, Lebensführung und Nachhaltigkeit, also ein breites Spektrum. Und wir eben heute in dem Vortrag, soweit ich das jetzt abgeleitet habe, von der Wechselwirkung aus Gesellschaft, Stadt und Mobilität sprechen und auch kritisch die Dominanz der Mobilität in diesen Zukunftsbildern, die Sie zeigen werden, betrachten. Ich freue mich auf den Vortrag und würde es gleich an Sie geben. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich möchte mich auch mal entschuldigen für diese Terminverschiebung. Es ging einfach so aus lebensorganisatorischen Gründen im Januar keine. Es wird in meinem Vortrag vor allem um selbstfahrende Autos gehen, aber eigentlich allgemeiner um die Frage von Automobilität und Zukunft und auch die Frage von Gesellschaft, Stadt und Zukunft. Also wirklich in die ganz großen Sachen. Selbstfahrende Autos sind im Moment ein sehr wirkungsmächtiges Bild dafür, wie unser zukünftiger Verkehr aussehen wird. In der Diskussion werden diese selbstfahrenden Autos als sicheres, als sparsames und als effizientes und irgendwie immer auch als das beste Fahrzeug überhaupt präsentiert und damit auch als Antwort auf quasi all unsere Verkehrsprobleme. In meinem Vortrag geht es auch immer bedingt um die Frage, ob diese selbstfahrenden Autos jetzt tatsächlich Wirklichkeit werden und wie lange es noch dauern wird. Wie gesagt, ich bin Soziologin und was mich an diesem Thema besonders interessiert, ist die Frage, welche Bilder in diesen Vorstellungswelten von Gesellschaft und Stadtraum aufgemacht werden, welche Bilder zu finden sind in diesen Visionen. Und zweitens geht es mir allgemeiner um Überlegungen dazu, wie gesellschaftlich mit der Herstellung von Zukunft umgegangen wird. Was mich ganz allgemein gesprochen eigentlich interessiert, ist die Frage, warum diese selbstfahrenden Autos derzeit so ein großes Thema sind. Das heißt also konkret, welche Funktionen haben diese Vision von selbstfahrenden Autos in der Herstellung von Stadt und von Mobilität der Zukunft? Ich möchte Ihnen meine Überlegungen dazu in 5 Schritten vorstellen. Zunächst möchte ich etwas allgemeiner zu meinem sozialwissenschaftlichen Verständnis von Automobilität sagen und dann zweitens auf den Gegenstand selbstfahrender Autos genau eingehen. Ich werde Ihnen dann 4 konkrete Visionen vorstellen, wie diese Autos aussehen sollen. Das ist das bekannteste, zunächst das Google-Auto, dann relativ neu der VW Cedric, der Mercedes F015 und, da ich lange in der Schweiz war, die selbstfahrende Postauto. Ich möchte Ihnen dann anschließend einige Überlegungen zu diesen Visionen und zu der Frage der Herstellung von Zukunft darlegen und ich möchte abschließend einige Schlussfolgerungen ziehen und auch Schlussfolgerungen für die wissenschaftliche und die gesellschaftspolitische Auseinandersetzung mit diesem Thema Zukunft und Mobilität. Ich hoffe, ich bin laut genug, sonst müssen Sie das sagen. Als wenn ich ein bisschen lauter. Gut. Vorne sind noch Plätze frei, da geht's gut. Also zunächst die Frage Automobilität als Element der Gesellschaft. Meine Argumentation fußt auf der These, dass es sich bei dem Auto und Automobilität eben um sehr viel mehr handelt als um einfach ein Verkehrsmittel. Gerade in der politischen und der gesellschaftlichen Diskussion wird vielfach angenommen, dass es sich beim Auto um ein historisch, ja, um die beste Technologie gehandelt hat, die sich dann quasi naturwüchsig durchgesetzt hat. Das Fahren vom Auto wird vielfach auch als rationale Entscheidung dargestellt. Es ist einfach schnell und es ist praktisch und man kann viele Sachen damit transportieren. Deswegen ist es ja quasi logisch, dass wir alle ständig mit dem Auto unterwegs sind. Sozialwissenschaftliche Mobilitätsforscher, wie unter anderem der Engländer John Urry oder auch Matthew Parkinson, sprechen in diesem Zusammenhang jedoch von Automobilität als einem System oder Automobilität
Teil moderner westlicher Gesellschaften. Was ist damit gemeint? Damit ist zunächst erstmal auch gemeint, dass sich das Auto eben nicht naturwüchsig durchgesetzt hat in der Geschichte westlicher Gesellschaften, sondern dass es politisch gewollt war, dass dahinter auch so eine sehr starke gesellschaftspolitische Bewegung stand, die letztendlich durchgesetzt konnte, ohne jetzt hier verschwörungstheoretisch werden zu wollen, aber es war eben nicht so ein Selbstläufer, dass es einfach die beste Technologie war. In unseren Gesellschaften heute ist es immer nur bedingt eine reflektierte, rationale Entscheidung, mit dem Auto zu fahren. Vielmehr ist das Auto in vielen Bereichen des Alltags eine unreflektierte Selbstverständlichkeit. Der Soziologe Bert Kanzler spricht in diesem Zusammenhang vom Auto im Kopf. Damit meint er, dass bei der Alltagsorganisation und bei der Alltagsplanung das Auto immer schon selbstverständliches Element ist und quasi immer schon mitläuft, ich kann ja mit dem Auto fahren. In vielen Bereichen finden Sie diese Selbstverständlichkeit des Autos auch, wenn Sie auf eine Seite von einem Hotel gucken, bei Tagung, bei irgendwas, es wird immer angezeigt, wie man mit dem Auto hinkommt und wo man parken kann. Und viele Distanzen werden einfach als Autozeiten angegeben. Das Auto ist also Bestandteil von gesellschaftlichen Normalitäten, von gesellschaftlichen Idealen und insbesondere auch von Lebensentwürfen. Ganz klassisch impliziert das moderne Modell der Mittelschichtsfamilie im Einfamilienhaus am Stadtrand mindestens ein privates Auto. Und es gibt eine ganze Reihe von weiteren gesellschaftlich geteilten Vorstellungen im Zusammenhang mit dem Auto. Dazu gehört beispielsweise, dass wenn man Kinder hat, dass man ein Auto braucht. Und das Auto Flexibilität und Spontanität ermöglicht. Darüber hinaus, und das muss ich wahrscheinlich gerade Ihnen nicht sagen, ist der Autoverkehr natürlich eingebaut in unsere materielle Umwelt. Siedlungsgeografien, der gesamte Verkehr ist sehr stark auf das Auto ausgerichtet. Und der öffentliche Verkehr und auch der Langsamverkehr sind dem immer nachgeordnet. Das ist quasi so der Ersatz oder das, was am Rande dann auch noch angesiedelt wird. Ich finde es auch sehr kennzeichnend, was gerade in Deutschland passiert, also ich komme jetzt aus Deutschland, das ist eine deutsche Diskussion, da wurde im Zusammenhang jetzt mit den Koalitionsverhandlungen auch aufgeworfen, dass um die Luftreinhaltung in den Städten voranzubringen, dass testweise, also wirklich nur testweise, der öffentliche Verkehr umsonst sein soll, um die Leute dazu zu bringen, mit dem öffentlichen Verkehr zu fahren. Und es gab im Prinzip einen Aufschrei, was für mich zeigt, dass es überhaupt nicht gewollt ist, von diesem privaten Auto als Massenverkehrsmittel wegzugehen. Das System der Automobilität wird nicht zuletzt durch die massenhafte Verfügbarkeit der privaten Autos stabilisiert. Ich habe jetzt hier auch leider nur die Zahlen für Deutschland. Es sind im Moment 584 PKWs pro 1000 Einwohner. Also ich finde, das muss man sich schon mal klar machen, es sind weniger als zwei Personen von 0 bis 100, die sich ein Auto teilen. Auf der Individualebene bedeutet dieses Regime Automobilität, dass es natürlich auch eine ganz bestimmte Figur gibt, die in diesem Zusammenhang entsteht, die ich in einem anderen Zusammenhang auch als das automobile Subjekt bezeichnet habe. Dieses automobile Subjekt ist ein aktives und sich selbst steuerndes Subjekt und es steht gerade idealtypisch für moderne, individualisierte Gesellschaften. Der Erwerb des Führerscheins markiert eine Art Initiationsritus am Beginn des Erwachsenenalters und mit dem Erwerb des Führerscheins wird man zum vollwertigen Mitglied moderner Gesellschaft. Nicht automobile Subjekte, Menschen also, die nicht fahren können, die sich kein Auto leisten können oder wollen, Fußgängerinnen, Fahrradfahrer und Nutzerinnen des öffentlichen Verkehrs, gelten in der Gesellschaft und in der Politik und in der Verkehrsplanung immer noch als Abweichung von der Normalität. Mit dem Begriff Automobilität, also eben gerade nicht nur das private Fahrzeug als ein Fahrzeug neben anderen gemeint, sondern ein komplexes Zusammenspiel von Verkehrsinfrastrukturen, Siedlungsstrukturen, politischen Regularien und Steuerungen, Industrie
zweiten gesellschaftlichen Vorstellungswelten und individuellen Verhalten. Ja, vor diesem Hintergrund ist jetzt zu fragen, ob selbstfahrende Autos an dieser Stelle zu einem Wandel führen oder ob es hier nur kleine, marginale Veränderungen gibt oder diese zu erwarten wären. Was auf jeden Fall wegfallen würde mit dem selbstfahrenden Auto, ist diese Position, die ich kurz skizziert habe, dieses automobile Subjekt, weil diese Position des Fahrers natürlich dann verschwindet. Es sind alles nur noch Passagiere in diesem Auto. Ich möchte mir aber trotzdem genauer ansehen, welche Konzeptionen von Stadt, Verkehr und Gesellschaft mit diesen selbstfahrenden Autos bzw. den Visionen dieser selbstfahrenden Autos transportiert werden. Bevor ich mich mit diesen Fragen jetzt genauer auseinandersetzen werde, möchte ich noch ein paar Sätze zu den selbstfahrenden Autos als Gegenstand sagen, weil es auch eigentlich ein sehr spannendes Thema ist. Zunächst die Definition, was sind eigentlich selbstfahrende Autos? Da habe ich mich jetzt auf Wikipedia bezogen, obwohl wissenschaftlich immer mal wieder gesagt wird, Wikipedia darf man zitieren. Ich mache es trotzdem, weil es eben dann doch eine sehr wirkungsmächtige Definitionsquelle ist. Als selbstfahrende Autos oder auch autonome Autos oder Roboterautos bezeichnet man Kraftfahrzeuge, die ohne Einfluss eines menschlichen Fahrers bzw. einer menschlichen Fahrerin fahren, steuern und einparken können. Relativ wenig bekannt ist, dass die Geschichte der selbstfahrenden Autos fast so alt ist wie die Geschichte des Autos überhaupt. Die Geschichte des selbstfahrenden Autos beginnt eigentlich schon 1925 und es gab bereits in den 1950er Jahren erste Tests von vollautomatisierten Autos. Interessanterweise begleitet diese gesamte Entwicklung immer dieses Narrativ, dass es etwa noch 20 Jahre dauern wird, bis diese selbstfahrenden Autos Teil unserer Realität werden. Aktuell wird davon geredet, dass es jetzt noch 15 Jahre sind. Außerdem existieren selbstfahrende Autos schon sehr lange in Science-Fiction-Welten. In diesem Film, also das ist hier Minority Report, den vielleicht einige von Ihnen gesehen haben, in diesem Film gibt es sowohl utopische als auch dystopische Kontexte, in denen diese selbstfahrenden Autos auftauchen. Also das lässt sich auch sehr interessant nur rückkoppeln an die Zeit, in der die Filme gedreht wurden, ist es eher so eine technik-skeptische oder eine sehr technik-optimistische Zeit. Je nachdem, ist es eher utopisch oder dystopisch. Das alles zusammengenommen führt aber auch dazu, dass uns diese Vorstellung von diesen selbstfahrenden Autos irgendwie immer schon geläufig ist und wir irgendwie davon auch nicht wahnsinnig überrascht wurden oder werden, dass es diese selbstfahrenden Autos wohl geben wird. Aktuell arbeiten jetzt verschiedene Automobil- und Softwarekonzerne an diesen Typen von selbstfahrenden Autos. Dazu gehören Mercedes, Honda, Tesla, Volvo, Nissan, VW und lange auch Google. Und dieses Google Auto, glaube ich, gehört immer noch zu den bekanntesten Vertretern des Typs Auto. Und es gibt verschiedene, also es lohnt sich nicht mehr, das aufzuzählen, weil es gibt inzwischen verschiedene Prototypen, die unter Realverkehrsbedingungen getestet werden. Die Wirkungsmächtigkeit des Topos selbstfahrender Autos zeigt sich im Moment auch daran, dass eben diese Tests durchgeführt werden unter Realbedingungen. Inzwischen haben auch mehrere Staaten ihre Gesetzgebung bereits angepasst, dass diese Autos überhaupt am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. In Deutschland gibt es eine Teststrecke, das ist die Autobahn A9 zwischen München und Nürnberg. Und Hamburg plant beispielsweise ab 2020 selbstfahrende Busse zu testen im Straßenverkehr. Zunächst soll hier noch ein Fahrer anwesend sein und erstmal keine Passagiere. Aber ab 2030 sollen diese Busse dann autonom im Straßenverkehr mit Passagieren und ohne Fahrer fahren können. Das heißt, also gegenwärtig im Unterschied zu diesen historischen Beispielen, finden gegenwärtig in der realen Welt Vorbereitungen statt, dass diese selbstfahrenden Autos tatsächlich in den Straßenverkehr eintreten können. Ich möchte jetzt noch einige Bemerkungen zu meiner theoretischen Basis sagen. Also was ist meine Annahme?
mit Technik um? Wie kann ich zu Schlussfolgerungen führen, kommen, wenn ich hier Material analysiere? Und da möchte ich kurz ein paar Sätze zur sozialwissenschaftlichen Technikforschung sagen, die Technologie und technologische Artefakte gerade nicht als rein materielle technische Objekte ansieht, sondern die These vertritt, dass Technik immer schon gesellschaftliche Vorstellungen und Normen enthält. Technik meint also nicht nur die physische Hardware, sondern bezieht sich auch auf die Praktiken um Technik herum und auf das erforderliche Wissen, damit mit Technik überhaupt was passieren kann. Vorstellung von Gesellschaft findet Eingang in die Technik während des Entwurfs, während der Entwicklung, während der Herstellung und während der Vermarktung und auch während der gesellschaftlichen Aneignung von Technologien. In dieser Sicht ist es also nicht die Technik, die eindimensional das Soziale formt, sondern das Soziale und die Technologie stehen quasi im Wechselverhältnis zueinander. Die Sozialwissenschaftlerin Madeleine Attridge beschreibt die soziale Dimension von Technik mit dem Begriff des Skripts. Und ich möchte sie kurz zitieren. When technologists define the characteristics of their objects, they necessarily make hypotheses about the entities that make up the world into which the object is to be inserted. Designers thus define actors with specific tastes, competencies, motives, aspirations, political prejudices, and the rest, and they assume that morality, technology, science, and economy will evolve in particular ways. A large part of the work of innovators is that of inscribing this vision or prediction about the world in the technical content of the new object. I will call the end product of this work a script or a scenario. Zitat Ende. Man kann hier noch genauer unterscheiden zwischen einem physischen Skript einerseits und einem soziotechnischen Skript andererseits. Das physische Skript meint dabei die materiell-technische Form des Produktes, die durch die praktische Anwendung aktiviert wird, während das soziotechnische Skript die Vorstellung von Nutzern und Nutzerinnen von gesellschaftlichen Wertvorstellungen und Symboliken beinhaltet. Das heißt, zusammengefasst, dass sowohl das Fahrerauto als Technik, als auch das selbstfahrende Auto als Technik oder Technologie neben den rein materiell-technischen Vorgaben, wie schnell es jetzt fahren kann und so weiter, eben auch immer soziale Ideale und Wunschvorstellungen enthält. Ich habe hier ein weiteres Zitat noch zu der Herstellung von Autos überhaupt von der Technikforscherin Judy Weichmann, die dieses folgendermaßen beschreibt. Autohersteller entwerfen und gestalten das Äußere ihrer Produkte bewusst so, dass sie die Träume, Wünsche und Hoffnungen ihrer Konsumentinnen ausdrücken. Die männlichen Fantasien, die sie darstellen, geben verschiedene Formen an, die an den gegensätzlichen Entwürfen des glatten, aerodynamischen Sportwagens und des markanten Range Rover mit Allradantrieb zu sehen ist. Gemeinsam ist ihnen die Symbolisierung individueller Freiheit und Selbstverwirklichung. In letzter Zeit ist diese Metaphorik um neue Assoziationen der neuen Hightech-Computerisierung erweitert worden und bringt die männliche Faszination an der Macht der Technik in den Blickpunkt. Die Gestaltung des Familienwagens reflektiert Annahmen über die typische Größe der Gruppe, in der Menschen herumfahren möchten, und darüber hinaus sind viele Autos speziell für Fahrerinnen entwickelt worden. Besonders deutlich ist dies bei dem kleinen Heckklappenmodell für Stadtfahrten und Einkäufe. Zitat Ende. Das heißt, Autos werden also immer für bestimmte Gruppen von Nutzerinnen und Nutzern entworfen. Das soziotechnische Skript eines Autos oder einer Technologie überhaupt enthält dabei also eine definierte Zielgruppe, eine definierte räumliche Umwelt und eine definierte, angebbare Gesellschaft, in der dieses Subjekt, diese Nutzergruppe lebt. Dabei ist es wichtig, im Kopf zu behalten, dass natürlich dieses
Skript, was die Entwickler da im Kopf haben und auch in die Gestaltung der Technik einfließen lassen, nicht dazu führt, dass wir uns alle nur noch entsprechend verhalten. Es gibt eben auch diese wechselseitige Aneignung dieser Technologie, die immer auch ganz anders ausfallen kann oder eben, dass sie überhaupt nicht verwendet werden. Was mich jetzt also genauer interessiert, ist, wie dieses soziotechnische Skript der selbstfahrenden Autos aussieht. Und zu diesem Zweck werde ich mir jetzt die genannten vier Prototypen genauer ansehen. Wie gesagt, das ist einmal das Google-Auto. Einmal das Google-Auto. Inzwischen heißt es auch Firefly, weil es da innerhalb des Google-Konzerns eine Verschiebung gab. Ganz neu der VW Cedric. Dann der Mercedes F015 und wie gesagt das Schweizer Postauto. Interessanterweise ist es eben nicht nur die Automobilindustrie, die hier vertreten ist mit diesen vier Typen, sondern es gibt einen Software- und Internetkonzern mit Google dabei und es gibt auch einen Träger eines öffentlichen Verkehrs, des staatlich geförderten öffentlichen Verkehrs mit der Post aus der Schweiz. Das Material, das ich untersucht habe und Ihnen hier in Teilen auch vorstelle, sind einmal die offiziellen Firmenvideos zu diesen Prototypen und das dazu verfügbare Marketingmaterial. Ich werde mich also darauf konzentrieren, in welchem Kontext die Fahrzeuge dargestellt werden, welche Nutzungen und welche Nutzer und Nutzerinnen impliziert werden, wie die städtische Umwelt dargestellt wird, welche Rückschlüsse auf die Vorstellung von Gesellschaft möglich sind und vor allem auch was ausgelassen ist. Dann komme ich jetzt hier zum Google-Auto. Google testet seit 2012 schon verschiedene selbstfahrende Autos auf US-amerikanischen Straßen. Dieses kleine Google-Auto ist ein Zwei-Personen-E-Auto und wird aktuell von der Google-Tochter Waymo weiterentwickelt als Firefly. Dieses Auto hat kein Lenkrad und hat nur einen Startknopf und eine Notbremse. Die Form des Google-Autos ist rund und die Vorderansicht erinnert an ein Gesicht. Im Marketing-Video, was Sie hier sehen, sagt eine der Testpersonen auch, als dieses Auto runterrollt, oh, it's cute. Also es wird sehr als süß wahrgenommen. Die Fenster von diesem Auto sind durchsichtig, sodass eine Interaktion zwischen Fahrenden und Außenwelt möglich ist. Das Auto hat eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern und eine Reichweite von angegeben 160 Kilometern. Der Fahrstil dieses Autos wird als sehr defensiv beschrieben und als sehr rücksichtsvoll. Das Google-Auto wartet beispielsweise an Ampeln tendenziell etwas länger, bevor es wieder losfährt, als der typische Fahrer oder die typische Fahrerin. Das Äußere dieses Autos ist so gestaltet, dass wenn es dann doch zu Zusammenstößen kommen sollte mit Fußgängern oder Radfahrerinnen, dass dieser Zusammenstoß möglichst weich ist. Also die gesamte Oberfläche des Autos geht offenbar nach. Im Video wird das Auto einer Gruppe von Personen präsentiert. Das ist einmal ein älteres Paar, ein Blinder, eine Frau mit einem Kind und zwei ältere Frauen. Und diese Gruppe von Menschen repräsentiert fast paradigmatisch die Nicht-Automobil-Menschen. Es ist in die Abweichung von diesem Prototyp, den ich skizziert hatte, des Autofahrers. Der nahegelegte Kontext für eine Verwendung des Google-Autos sind städtische Umwelten. Also allein aufgrund der Geschwindigkeit und auch der Reichweite, die es fahren kann. Mit seinem materiell-technischen Design formuliert das Google-Auto den Anspruch, den städtischen Verkehr sicherer und menschenfreundlicher zu gestalten, gerade durch eine Reduzierung der menschlichen Agency. Und dieses Google-Auto ist auch verknüpft mit einem explizit sozial inklusiven Narrativ. Und es findet sich auf der Website als rhetorische Frage: What if it could be easier and safer for everyone to get around? Aging or visually impaired loved ones wouldn't have to give up their independence. Also es ist, wir wollen es doch alle, dass diese armen Menschen, die selbst nicht mehr fahren können, dass sie weiterhin unabhängig sind. Diese ehemals nicht automobilen Personen erhalten mehr Unabhängigkeit
Wobei Unabhängigkeit hier meint, Unabhängigkeit von anderen Personen, die sie fahren, oder auch Unabhängigkeit vom öffentlichen Verkehr. Und diese Unabhängigkeit entsteht genau an dem Punkt, an dem die Agency verschoben wird vom Menschen auf die Maschine. Damit komme ich schon zu meinem zweiten Beispiel. Wenn es nicht entscheidet. Ah, oh, das ist sogar mit Ton. Das soll es nicht sein. Kann man den abschalten? Genau, der VW Cedric. Volkswagen hat im September 2017 dieses, also auch sehr interessant, dass im September 2017, als die Krise schon im vollen Gang war, hat VW dieses selbstfahrende Auto vorgestellt, Cedric. Und Cedric steht für Self-Driving Car. Auch bei Cedric handelt es sich um ein vollautonomes E-Fahrzeug, das über einen Knopf bedient wird und auch über Sprache gesteuert werden kann. Die Form des Fahrzeugs, es tut mir leid, dass es jetzt so ruckelt, ich weiß nicht, woran es liegt. Die Form ist kompakt und auch die Front an sich erinnert hier wieder an so ein King-Kong-Schema. An die Wand gefahren. Jetzt ist es kaputt. Jetzt. Also auch hier wieder dieses Kindchenschema in der Ansicht. Bei diesem Auto sind jedoch die Scheiben getönt und die Passagiere werden damit von außen unsichtbar gemacht oder tendenziell unsichtbar. Im Innenraum finden vier Personen auf jeweils gegenüberliegenden Sitzen Platz und im Video ruckelt dieses Auto durch eine sehr futuristische, also keine reale, sondern eine futuristische Design Stadt, die sehr stark vom Straßenraum dominiert ist. Interessanterweise finden die Menschen nur auf den Gehwegen am Straßenrand und im Straßenraum selbst sieht man, wie nur diese Autos fahren ohne sichtbare Insassen. Im Video parkt Cedric dann am Straßenrand. Und wartet dann quasi zum Taxi darauf, dass Passagiere zusteigen. Interessant ist an dieser Stelle auch, sich das Nutzungskonzept von VW genauer anzugucken. Und jetzt zitiere ich aus dem offiziellen VW-Material. Volkswagen ist sicher, auch in Zukunft werden viele Menschen ihr eigenes Automobil besitzen wollen. Denn dieses neue Automobil ist intelligent, es steht immer zur Verfügung und es erledigt Aufgaben sogar eigenständig. Cedric fährt die Kinder zur Schule und anschließend die Eltern ins Büro, sucht selbstständig einen Parkplatz, sammelt bestellte Einkäufe ein, holt Besucher vom Bahnhof und den Sohn vom Sportplatz ab. Alles auf Knopfdruck, per Sprachbefehl oder mit einer Smartphone-App, vollautomatisch, zuverlässig und sicher. Zitat Ende. Das heißt also, Cedric ist hier nicht nur ein Fahrzeug, sondern Cedric übernimmt auch eine ganze Reihe von Aufgaben, die in einem Familienhaushalt anfallen. Also diese typischen reproduktiven Familienarbeiten können wenigstens in Teilen jetzt auch von Cedric übernommen werden. Damit enthält Cedric ein Versprechen einer Entlastung der gestressten Menschen und gerade der gestressten, überforderten Eltern. Denkt man dieser Entwicklung jedoch weiter, führt es dazu, dass es zu einer Zunahme und zu einer Verdichtung von Verkehr im städtischen Straßenraum kommen würde, dadurch, dass diese selbstfahrenden Autos jetzt eben nicht nur zum Transport von Menschen unterwegs sind, sondern auch Wege eigenständig zurücklegen, um irgendwas abzuholen. Nächsten Beispiel. Der Mercedes F015, der auch Luxury in Motion heißt, von Mercedes wird das so. Hier handelt es sich um ein 4-Personen-Luxusauto, das optional selbst gesteuert werden kann oder automatisch fährt. Es beinhaltet also noch einen Fahrersitz und ein Lenkrad. Die Vordersitze können bei Bedarf jedoch gedreht werden, sodass hier 4 Sitzplätze aneinander zugewandt sind.
Das Fahrzeug ist ausgestattet mit verschiedenen Informations- und Kommunikationstechnologien, die es eben möglich machen, ja, gleichzeitig alles Mögliche nebenher zu machen. Die Form des F015 ist orientiert am klassischen Auto und erscheint dabei aber sehr futuristisch. Die Fenster sind hier noch getönter als vorher bei Cedric und schützen damit die Passagiere komplett von Blicken von außen. Interaktion zwischen den Passagieren und der Außenwelt, was ja immer ein sehr wichtiges Moment auch im Straßenverkehr ist, sind durch diese getönten Scheiben quasi unmöglich. Interessanterweise übernimmt jetzt hier das Auto die Kommunikation mit der Außenwelt. Es gibt diese Kurzpassage, da malt der F015 einen Zebrastreifen auf die Straße und dazu hört man eine Stimme: Please go ahead. Im gezeigten Video fährt das Auto nur zu Beginn durch eine Stadtlandschaft. Die meiste Zeit fährt es auf einer Straße durch eine menschenleere Wüstenlandschaft. Das zeigt ganz klar, dass es sich hier um ein Langstreckenfahrzeug handelt. Und gedacht ist, dass der F015 ein Hybridfahrzeug sein wird mit einer Reichweite über 1000 Kilometer. Die Menschen, die in dem Video zu sehen sind, sind auf jeden Fall Büromenschen. Und es lässt schließen, dass hier dieses Auto konzipiert wird als Fahrzeug, als privater Rückzugsraum für eine Business-Elite in einer hektischen städtischen Umwelt. Und jetzt zitiere ich auch hier noch aus dem Material von Mercedes: Da das autonome Fahrzeug den Fahrer in Situationen entlastet, in denen Fahren wenig Spaß macht, wie im dichten Verkehr, bekommt die Zeit im Auto eine völlig neue Qualität. Die Passagiere autonom fahrender Automobile nutzen ihre neu gewonnene Zeit unterwegs auf vielfältige Weise zum Entspannen oder Arbeiten. Zitat Ende. In diesem Video wird die Darstellung sehr stark auf den abgeschirmten Innenraum des Fahrzeugs gelegt. Dieser Innenraum erlaubt es eben entkoppelt, sich im Raum zu bewegen, also entkoppelt von der städtischen Umwelt oder später dann entkoppelt und enthoben von dieser Wüstenlandschaft und befreit, je nach Bedarf, auch befreit von der Aufgabe eines Fahrers. Dadurch, dass sich die Menschen gleichzeitig auch im virtuellen Raum bewegen, während sie unterwegs sind, können sie sich sowohl der Gesellschaft, der städtischen Gesellschaft, als auch der, ja, ihrer Umwelt noch weiter entziehen in den virtuellen Raum. Jetzt komme ich zu meinem dritten Beispiel, hoffentlich. Das ist leider nicht fair, also dieses Video funktioniert leider nicht. Dieses vierte Beispiel ist jetzt ganz anders geartet. Es handelt sich hier um dieses selbstfahrende Postauto. Ich habe lange Zeit in der Schweiz gelebt. In der Schweiz sind Postautos sehr, sehr wichtig und genießen auch ein sehr hohes Ansehen. Diese Postautos fahren typischerweise in der Peripherie und verbinden ländliche Gemeinden, entlegene Gemeinden und auch sehr viele touristische Orte mit den Zentren. Dieses Postauto, also das klassische Postauto, hat eine sehr charakteristische Hupe, die, also es ist was Kinder ganz, ganz toll finden. Dieses autonome Postauto wird aktuell getestet im Kanton Wallis in der Stadt Sitten. Das ist eine sehr kleine Stadt und da fährt dieses Postauto im Zentrum und im Video, das wir jetzt leider nicht sehen können, gibt es so ein paar Situationen, die auftauchen mit anderen Verkehrsteilnehmern, mit sehr engen Straßenführungen, also Sie kennen diese Bergregion ja auch, wo dann auch häufig sehr enge Straßen sind, sehr enge Brücken. Und es wird in diesem Video in dieser realen Stadt gezeigt, wie dieses Fahrzeug mit diesen Situationen klarkommt. Es handelt sich auch hier um ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern und es verfügt über 11 Sitzplätze. In diesem Video steigt hier zunächst diese Frau mit der Einkaufstasche ein und in weiteren Einstellungen werden andere Fahrgäste gezeigt. Wobei es sich um Frauen, also es handelt sich ausschließlich um Frauen im mittleren Alter, die offenbar einkaufen waren. Also ganz offensichtlich geht es hier nicht darum, dass Menschen zur Arbeit fahren oder von
von der Arbeit nach Hause fahren, sondern es geht um so diesen, ja, während des Tages um die Kunden und Kundinnen des öffentlichen Verkehrs. Diese Vision zeigt vor allem, dass dieser autonom fahrende Bus geeignet ist, auch in sehr komplexen städtischen bzw. kleinstädtischen Situationen eingesetzt zu werden. Für die Nutzerinnen und Nutzer hat es aber keine sichtbaren Konsequenzen, dass dieser Bus jetzt autonom fährt und eben ohne von einem Fahrer, von einem menschlichen Fahrer oder Fahrerin gesteuert zu werden. Jetzt ist hier irgendwas passiert, das ist ganz schnell. Also was sind jetzt zusammengefasst die Versprechen dieser vier Visionen von selbstfahrenden Autos, die ich hier vorgestellt habe? Das Google-Auto verspricht eine Automobilisierung von vormals nicht automobilen Personengruppen. Es ist damit ein Versprechen von sozialer Inklusion, was mit dem Google-Auto einhergeht. Außerdem verspricht das Google-Auto eine humanere Verkehrs- und Stadtwelt, dank der technischen Steuerung. Cedric verspricht zusätzlich eine Arbeitsentlassung der Städterin durch die Übernahme von Aufgaben und Leben durch das Auto. Der F015 hingegen richtet sich vor allem auf eine Steigerung der Mobilität der Business-Elite und eine Abschirmung dieser sozialen Gruppen von städtischen und sozialen Umwelten. Das selbstfahrende Postauto hingegen kann als Versprechen gelesen werden, dass der hohe Erschließungsgrad der dezentralen Siedlungsstruktur der Schweiz dank technologischer Innovationen aufrechterhalten werden kann. Also das ist eher dieses Konservative, es kann einfach so weitergehen. Der Vergleich dieser vier Autos zeigt, dass die physische, technische Hardware, also dass Autos alleine fahren können, nur eins von vielen Elementen innerhalb der Vision von selbstfahrender Mobilität darstellt. Die Einbettung dieser technologischen Hardware in gesellschaftliche und materielle Kontexte unterscheidet sich in diesen vier dargestellten Visionen sehr deutlich. Das heißt, nochmal von der technologischen Entwicklung, dass Autos selber fahren können, von dieser Entwicklungsmöglichkeit alleine lassen sich eben keine Veränderungen für den Stadtraum und ebenso wenig für die Gesellschaft und die Organisation von Verkehr ableiten. Entscheidend hierfür wäre die Frage, wer diese Technik nutzen kann und wofür. Was folgt jetzt also aus diesem Vergleich, dass wir uns vier Visionen angesehen haben? Ist es so, dass wir jetzt bewerten können, was ist eigentlich das, was wir wollen? Idealerweise wäre es natürlich dann das Postauto. Haben wir die Wahl zwischen so freundlichen Google-Autos auf der einen Seite, die unsere Stadt irgendwie so Google-mäßig freundlicher machen wird, oder müssen wir damit rechnen, dass Mercedes mit diesem F015 diese Stadt in Zukunft bevölkern wird? Oder eben bleibt alles beim Alten, nur die Busse fahren in Zukunft selbst gesteuert? Ich finde es an dieser Stelle sehr wichtig, sich klarzumachen, um was für Material es sich handelt, was hier analysiert wurde. Es geht auch darum, dieses Material, diese Visionen einzuordnen in einen breiteren Kontext und damit eine breitere Perspektive auf die Frage von Zukunft einzunehmen. Dass diese Videos nämlich ganz sicher nicht sind, ist eine Darstellung der Zukunft, wie sie kommen wird. Die Vorstellungswelten selbstfahrender Autos sagen vor allem etwas über die Gegenwart aus. Und der Soziologe Günther Burkhardt hat dies ausgedrückt, dass Zukunft eigentlich immer nur in der Gegenwart existiert. Das heißt jetzt für die dargestellten vier Beispiele, dass es sich hier eigentlich um vier
verschiedene Akteure der Gegenwart sich mögliche Zukünfte von Mobilität vorstellen, was sie für wünschenswert halten und auch für attraktiv. Sozialwissenschaftlich muss man aber sagen, dass Zukunft prinzipiell offen ist und prinzipiell unbestimmt. Zukunft lässt sich eben gerade nicht ableiten aus irgendwelchen Trends oder technologischen Entwicklungen. Was tatsächlich kommen wird in der Zukunft, was sich durchsetzen wird, kann letztendlich erst ex post rekonstruiert werden, wie es dazu gekommen ist, dass sich etwas Bestimmtes durchgesetzt hat. Manchmal entstehen Neuerungen gerade aus sehr unscheinbaren Entwicklungen. Und häufig ist es das Zusammenspiel von verschiedenen Entwicklungen und Dynamiken, wodurch Brüche oder Veränderungen überhaupt erst möglich werden und sich neue Entwicklungen durchsetzen. Was das jetzt aber auch wieder nicht bedeuten soll, ist, dass Entwicklungen der Gegenwart oder Vorstellungen über die Zukunft keine Rolle spielen für das, was tatsächlich kommen wird. Im Gegenteil, und das ist mein Argument, wird in der Gegenwart aktiv versucht, Zukunft zu beeinflussen und Zukunft zu gestalten. Das passiert eben unter anderem darüber, dass Vorstellungen über die Zukunft geprägt werden. Und die Überzeugungskraft dieser Bilder von selbstfahrenden Autos fußt eben gerade auf der langen Geschichte dieses Hoppers, der nun wenig überraschend endlich in die materiell-soziale Welt transferiert werden soll. In dieser Perspektive können also selbstfahrende Autos als Element in einem Diskurs gesehen werden, als Element von Zukunftswissen. Hier wird versucht zu definieren, was in Zukunft möglich ist und was jetzt bereits vorbereitet werden sollte und muss. Konkret werden auf diese Art und Weise Aufmerksamkeiten in der Gegenwart auf ganz bestimmte Probleme gelenkt, nämlich auf die Vorbereitung von Verkehrsmitteln für selbstfahrende Autos. Und dies beinhaltet auch die Ausgrenzung von alternativen Möglichkeiten aus diesem Zukunftswissen. Bestimmte Probleme gegenwärtiger Verkehrssituationen oder alternativer Verkehrsmöglichkeiten tauchen in diesem Raum des Zukunftswissens, wie er über diese Vision der selbstfahrenden Autos versucht wird herzustellen, eben gerade nicht auf. Ich möchte hier das nur kurz visualisieren, vielleicht kennen Sie diese Bilder, das nicht von mir. Da geht es einfach um den Platzbedarf, ein Thema, was in diesem Zusammenhang gar nicht thematisiert wird. Das sind Bilder, die hat jemand mal gemacht, wie viel Fläche braucht es, wenn 72 Menschen mit dem Auto fahren und wie viel Fläche braucht es, wenn 72 Menschen mit dem selbstfahrenden Auto fahren. Im Vergleich dazu, so viel Fläche ist es, wenn Sie mit dem öffentlichen Verkehr fahren und so viel Fläche, wenn Sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. Diese Überlegungen machen deutlich, dass es sich bei dem Raum des Zukunftswissens um einen machtstrukturierten Raum handelt. Von verschiedenen Positionen in diesem Diskursraum wird versucht, Inhalte und Grenzen dieses Zukunftswissens zu definieren. Das bedeutet zum einen, dass die gegenwärtige Popularität selbstfahrender Autos in den Kontext größerer Entwicklungen gestellt werden muss. Also meine Perspektive darauf sieht hier, dass das Regime der Automobilität sich gegenwärtig in einer Krise befindet. Klimawandel und städtische Luftverschmutzung stellen das Auto als Massenverkehrsmittel in Frage. Der Alltag städtischer Verkehrsstaus stellt die Rationalität des Autos in immer mehr Städten in Frage. Also das Auto ist gerade nicht schnell und flexibel, sondern furchtbar unpraktisch. Und gerade bei jungen städtischen Personengruppen lässt sich in wachsendem Maße und zu Besorgnis der Automobilindustrie eine Abkehr vom privaten Auto beobachten. Häufig zugunsten von Carsharing oder zugunsten von verschiedenen Kombinationen von öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrädern. Dieses Phänomen, diese Abkehr vom privaten Auto wird auch als Peak Car bezeichnet. Die gegenwärtige Situation bietet damit durchaus Ansatzpunkte für einen grundlegenden Wandel der Mobilitäts- und Verkehrsordnung.
besteht im Moment vielleicht ein Fenster der Möglichkeit eines Bruchs mit der bis dato hegemonialen Automobilität. Prinzipiell wären nämlich sehr viel mehr effizientere, ökologischere Systeme der Automobilitäts- und Verkehrsorganisation denkbar als die Automobilität. Natürlich haben verschiedene gesellschaftliche und politische und vor allem ökonomische Akteure überhaupt kein Interesse an einem solchen Bruch mit Automobilität. Und zu diesen Akteuren gehört ganz stark die Automobilindustrie, die jetzt versucht, so meine Interpretation der Entwicklung, über die selbstfahrenden Autos die Geschichte des Automobils fortzuschreiben. Die Verbindung von Informations- und Kommunikationstechnologien mit Fahrzeugen und Verkehrsorganisationen macht selbstfahrende Autos aber auch für IT-Firmen interessant. Für dieses IT-Interesse steht hier Google mit dem Google-Auto. Weil selbstfahrende Autos und Verkehrssteuerung sind in ganz extremem Maß auch Datenproduzenten und vor allem Big-Data-Produzenten. Und Sie kennen alle diese These, dass Daten das neue Öl sind. Die Vision des selbstfahrenden Postautos steht so etwas abseits von diesen großen Akteuren, die jetzt ein Interesse, ein ökonomisches Interesse daran haben. Hier geht es vielmehr um eine Akteurin des öffentlichen Verkehrs, die versucht, dieses System des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz aufrechtzuerhalten durch technologische Innovationen. Damit komme ich zu meinen Schlussfolgerungen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was ich auch hier argumentiere. Also zunächst ging es mir darum, bei Ausgangspunkt, dass das private Auto eben mehr ist als ein reines Verkehrsmittel, sondern Bestandteil moderner Identitäten und Lebensentwürfe, eingeschrieben in die materielle Gestalt unserer Städte und Landschaften. Die automobile Entwicklung ist eine Geschichte der kontinuierlichen Zunahme der Zahl der Autos, ebenso wie eine kontinuierliche Zunahme der automobil zurückgelegten Distanzen. Die Gestalt der Städte und unserer Umwelt wurde gezielt und politisch gewollt auf das Auto hinausgerichtet. Allerdings, so meine ich, gibt es eben gegenwärtig diese Möglichkeit eines Bruchs mit dieser Entwicklung. Vor allem, weil ökologisch die Fortsetzung der gegenwärtigen Automobilität vor allem mit fossilem Antrieb alles andere als vertretbar ist. Zudem verliert das private Auto gerade in städtischen Milieus massiv an Attraktivität. Stellt man die aktuelle Diskussion um selbstfahrende Autos in diesem Kontext, so kann darin der Versuch gesehen werden, einen radikalen Bruch mit dem Auto zu verhindern und die prinzipiell offene Zukunft des Personenverkehrs zu schließen. Verschiedene ökonomische Akteure versuchen offenbar, das Regime der Automobilität fortzuschreiben als autonome Automobilität. Damit werden aber gerade alternative Mobilitätszukünfte marginalisiert und aus den politischen und gesellschaftlichen Vorstellungs- und Diskursräumen ausgeschlossen. In ganz ähnlicher Weise kann natürlich auch das E-Auto verstanden werden, das gegenwärtig ebenfalls sehr prominent im aktuellen Verkehrsdiskurs ist. Die Funktion dieser E-Mobilität sehe ich sehr ähnlich als einen Versuch der Fortschreibung der Automobilität durch veränderte Technik. Soweit ich jetzt sehe, beschränkt sich auch die wissenschaftliche Diskussion im Zusammenhang mit selbstfahrenden Autos, also vor allem auch die sozialwissenschaftliche Diskussion, vor allem auf Fragen der Akzeptanz, der Ethik und auch der Haftung im Fall von Unfällen. Meine Kritik an dieser Stelle besteht darin, dass die Wissenschaft an dieser Stelle den Diskurs folgt, schon quasi akzeptiert hat, dass diese selbstfahrenden Autos kommen werden und sich jetzt schon darauf eingelassen hat, die konkrete Einführung in den Straßenverkehr vorzubereiten. Aus gesellschaftspolitischer, städtebaulicher und ökologischer Perspektive wäre es an dieser Stelle jedoch wichtig, sich nicht vorschnell auf diese selbstfahrende Zukunft einzulassen, sondern die Frage der Mobilitätszukunft nochmal
stärker zu öffnen und damit auch grundsätzlich diskutieren zu können, in welcher mobilen Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Mandelscheid, für den sehr spannenden, auch ein bisschen ernüchternden Vortrag aus meiner Sicht. Ich fand es schön, dass zum Schluss das Plädoyer für diese kritische Bedeutung der Machtstrukturen deutlich geworden ist, weil der Autoindustrie, die Kugel der Frage der Automobilität zu lassen, scheint erschreckend. Ich gebe gleich die Möglichkeit in die Runde, um Fragen zu stellen, noch in der Diskussion einzelne Punkte zu vertiefen und sehe da hinten auch schon ein paar Fragen. Bitte. Ja, so die Autoindustrie geht davon aus, dass 30% der Autos genügt, um die gleiche Mobilität abzudecken. Das würde bedeuten in Wien, dass wir 400.000 Autos weniger hätten. Wenn ich mir denke, dass also 70% der großen Straßen keine Funktion haben für den Verkehr, sondern nur Anlegestraßen sind, somit gehen wir die Stadt in ein Paradies verloren. Wenn wir so und stoppen können wir sowieso nicht. Bitte? Stoppen können wir mit der Entwicklung nicht. Wir können sich vielleicht in irgendeine Bahn legen. Aber es wird sich nicht stoppen lassen. Also ich, ganz klar. Es ist von der Nutzung des Raumes alles andere als effizient, dieses System zu haben. Und mein Kollege, der Kanzler, spricht an der Stelle auch immer davon, dass es eben nicht Fahrzeuge sind, Autos, sondern dass sie vor allem Stehzeuge sind, weil sie einfach irgendwo immer stehen müssen. Und um die Menschen zu transportieren, diese Menge an Menschen, ist diese Masse an Autos überhaupt nicht möglich. Ich bin natürlich auch Realistin genug. Natürlich kann ich und können wir diese Entwicklung nicht stoppen, was passiert. Aber ich denke, ich halte es trotzdem für wichtig, sich nicht einfach auf diesen Diskurs einzulassen und zu sagen, ja, das kommt jetzt alles schon, sondern immer mal wieder die Frage zu stellen, ist es tatsächlich das, was jetzt zwangsläufig kommt? Oder gibt es nicht diese politischen, planerischen Schaltstellen, an denen immer noch geschaltet werden muss, damit sie kommen und diese Schaltung auch im Prinzip aufhalten. Ist doch wichtiger, dass der öffentliche Raum zurückgewonnen wird für die Städte. Auf jeden Fall. Und vorher hat er gesagt, wir haben die Straßen kaputt gemacht, die lebendigen Straßen kaputt gemacht und wir werden sie wieder lebendig machen. Es gibt eine einzige Chance, es kommt auch an, wie wir es machen. Dass die Stadt, wie es früher war, wie es als Kind erlebt hat, dass man auf der Straße wieder Fuß bespielen kann. Also diese Vision ist möglich. Genau. Aber es bedarf einfach auch dieser alternativen Vision, wie Sie skizziert haben, dass man mit dem Straßenraum noch was ganz anderes machen kann, um einfach so eine Alternative zu haben zu diesem Cedric, der dann ganz praktisch die Kinder zum Sport fährt. Gibt es denn da, also es scheint sich ja viel zu tun bei Elektrik, bei der Mobilität im Bereich selbstfahrende Autos, aber ich meine, gibt es da so Alternativen, so die, ich meine, man hat es ja gesehen, trotzdem gibt es halt immer noch viele Autos, die auf den Straßen sind, die vielleicht ein bisschen effektiver gestaltet werden, aber es hat ja auch mehr Menschen, die dann auch so ein Auto haben wollen und überhaupt generell mehr Menschen und es wird immer dichter. Also gibt es da eine Alternative zu selbstfahrenden Autos, was jetzt Mobilität da angeht, Stichwort, so, keine Ahnung, so Untergrundtunnel oder andere Technologien? Also die Alternative, denke ich, ist hier, also für viele Wege im Stadtverkehr braucht es keine Autos. Aber das Grundproblem, was ich bei diesen selbstfahrenden Autos sehe, ist, dass es eben wirklich zu einer Steigerung von Mobilität führen wird, wenn man jetzt mal annimmt, dass sehr viele, dass die Kontextbedingungen gleich bleiben. Dadurch, dass die Menschen eben nicht mehr fahren müssen und damit so eine Grenze der Mobilität, was machbar ist, erreicht ist, wie weit man an einem Tag fahren kann. Mit so einem Mercedes kann man durchaus mal über Nacht fahren, was natürlich dann die Möglichkeit noch viel mehr erweitert, was man alles noch machen kann, weil man ja über Nacht woanders sein kann. Und da könnte man sich auch vorstellen, dass so ein Auto auch so eine Schlafzelle wird, dass man morgens so ganz anders noch ist. Und diese ganzen Entwicklungen weitergedacht führen eben wirklich zu einer Steigerung von Autoverkehr in extremem Maß. Was dann natürlich auch wieder diese ganzen ökologischen
Aspekte aufhebt, dass sie eben als E-Auto sind oder als Hybrid, dadurch, dass immer mehr Energie verbraucht wird, ist dieser ökologische Gewinn natürlich dann irgendwann auch aufgehoben. Und für den Stadtraum haben wir überhaupt gar nichts gewonnen, wenn wir uns darauf einlassen. Ich denke, eine Alternative ist immer noch das System mit Carsharing. Und da ist am ehesten vielleicht das Google-Auto zu sehen, was in so ein System was man sich vorstellen kann, dass es so ein Carsharing-System ist, dass dieses Google-Auto wie so ein Taxi fährt ein Carsharing-Auto, das kann man holen und es fährt dann auch einfach weiter und fährt den nächsten. Das wäre dann eher so ein Twitter zwischen öffentlichem Verkehr und privatem Verkehr oder Taxiverkehr. Das wäre dann einfach schon wieder ein anderes Modell. Also kann man das als letztendlich die aussichtsreichste Utopie ansehen, wo sich auch am meisten tut im selbstfahrenden Autobereich als für Mobilität im Stadtverkehr? Oder ist es sozusagen gar nicht das Modell für die Zukunft, wo am meisten geforscht wird? Oder ist es das? Also ich finde es schwierig, da mich jetzt festzulegen, was auch am wünschenswertesten ist und was am vielversprechendsten ist. Da denke ich, ist es tatsächlich offen, was sich durchsetzen wird, ob es als privates Auto oder als geteiltes Auto eingeführt wird oder wie es weitergehen wird. Das finde ich sehr schwierig zu sagen, weil da einfach sehr, sehr viele Kontextbedingungen mit reinspielen. Und allgemein gesprochen, was jetzt am wünschenswertesten wäre, um die Mobilität der Zukunft zu organisieren, da spielen natürlich sehr, sehr viele Rahmenbedingungen eine Rolle. Also inwieweit müssen wir mobil sein, was fordert auch die Arbeitswelt ab, wie mobil wir dauernd sein müssen und was fordert die Stadtpolitik ab, wie weit müssen wir rausziehen, damit wir überhaupt noch Wohnraum haben können. Das sind alles so Kontextbedingungen, die dazu führen, wie mobil wir in Zukunft sein müssen und sein werden. Und ob nicht vielleicht diese Fahrradvariante oder die ÖV-Variante, auch die klassische, einfach eine gute Rolle, eine gute Möglichkeit ist, uns in Zukunft zu bewegen. Plus natürlich Langstreckenmobilität. Ja, das haben wir auch erwähnt, dass die selbstfahrenden Autos ein Versuch der Automobilindustrie sind, das System Autos am Leben zu erhalten. Sehen Sie den Ursprung davon, dass das Auto überhaupt erst als primäres Fortbewegungsmittel gilt, eher in der Gesellschaft oder in der Politik, die auch gerade in den USA, aber auch in Deutschland sehr stark von der Automobilindustrie beeinflusst wird? Also ich finde es schwierig, da jetzt irgendwie genau einen Akteur auszumachen oder so ein Zentrum für die Entwicklung und zu sagen, das sind die Bösen. Ich komme aus Baden-Württemberg ursprünglich und aus dem Raum Stuttgart und es ist natürlich unglaublich dominiert von der Automobilindustrie, die sich da sehr stark angesiedelt hat. Und das sieht man auch in der Politik von Baden-Württemberg sehr stark, dass diese Automobilindustrie einfach ein Faktor in diesem Land ist. Also da ist natürlich Wirtschaft und Politik auch sehr eng verzahnt, weil es immer auch um Arbeitsplätze geht. Es geht um die gesamte Entwicklung, die hier um das Automobil quasi aufgebaut wurde. Trotzdem ist es interessant, sich an der Stelle auch die Geschichte anzugucken, was ist denn eigentlich passiert, dass sich das Auto überhaupt durchgesetzt hat. Und in der Geschichte zeigt sich, dass es am Anfang wirklich alles andere als wahrscheinlich war, dass sich dieses Fahrzeug durchsetzt, weil die Menschen fanden es entsetzlich, es gab unglaublich viele Unfälle, es war am Anfang auch alles andere als zuverlässig. Also ist ja dauernd zusammengebrochen und es gab die gesamte Infrastruktur nicht. Und es war einfach alles einfach als massentauglich und es war auch alles einfach als vorstellbar am Anfang, dass es sich durchsetzt. Und es gab massive Gegenbewegungen am Anfang. Was ich daran spannend finde, ist, dass es dann so eine sehr spezifische Konstellation gab von technologischen Entwicklungen, die zu einer Massenproduktion geführt haben, von gesellschaftlichen Gruppen, die sich sehr stark für diese Gruppen eingesetzt haben als Technik, und zwar vor allem eben am Anfang so ein Hobby-Ding, dass die Menschen Auto gefahren sind, gerade um aus den Städten rauszukommen und nicht irgendwie praktisch um zur Arbeit zu fahren. Und aus so sehr komplexen Konstellationen heraus hat sich dann an einem bestimmten Punkt sowas wie eine Lobby gebildet, die für die Einführung des Autos sich dann stark gemacht hat. Aber es ist eben nicht nur die Wirtschaft gewesen oder nur die Politik, sondern auch dieses komplexe Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Gruppen, die ganz eigene Interessen in dem Ganzen hatten. Und ich finde dieses historische Beispiel einfach immer so wichtig zu sehen,
dass es eben nicht nur eine Akteurin, einen Akteur in dem ganzen Spiel gibt, dass wir sagen können, okay, es ist die böse Automobilindustrie, auch wenn man das in Baden-Württemberg gerne mal sagen möchte, es ist sehr viel komplexer. Und es gibt natürlich auch sehr viele Bedürfnisse, menschliche Bedürfnisse, die inzwischen an dieses Auto gekoppelt sind, Identitäten, die damit zusammenhängen, die man jetzt nicht einfach von heute auf morgen ausschalten kann. Eine Vision, dass es erfahren und auch mit Autos immer komfortabler wird, dass man über Nacht lange Strecken fahren kann. Kommen dann nicht öffentliche Verkehrsmittel auf sehr starke Konkurrenz, zum Beispiel Züge, Fernverkehr dadurch, auch im städtischen Raum, wenn ich mich heute vor der Haustür abholen lasse und dann direkt von der Uni fahre oder zur Arbeit fahre, je nachdem, ist es dann auch vorstellbar, dass ein gewisser Verdrängungsprozess für die öffentlichen Verkehrsmittel stattfindet. Ja, also ich meine, das ist natürlich sehr, sehr attraktiv und es spielt immer mit diesen Bequemlichkeitsaspekten und dass es praktisch ist und so weiter. Natürlich. Also ich fahre heute Nacht zum Beispiel mit dem Schlafzug zurück. Also es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, anders mobil zu sein, wenn man nicht Auto fahren möchte und ohne selbstfahrende Autos trotzdem über Nacht fahren zu können. Was ich damit sagen möchte, ist natürlich sind diese Bilder sehr, sehr attraktiv und natürlich ist es toll, wenn man nicht selber fahren muss, sondern abgeholt wird und irgendwo hingefahren wird. Aber man muss sich dann schon auch klar machen, dass es erstens immer auch eine ökonomische Hürde geben wird. Es werden sich nicht alle leisten können, so unterwegs zu sein und auch über Nacht mit irgendeinem Langstreckenfahrzeug da unterwegs zu sein. Das ist ja immer an ökonomische Voraussetzungen geknüpft sein. Ja, und es wird einfach auch Grenzen geben, dass der Stadtraum das nicht hergibt, dass es dann eben doch wieder irgendwo zu Staus kommt. Also die Frage ist ja eben wirklich, was ist die Vorstellung, was sind die Bilder, die da gemalt werden? Die Bilder sind ja auch das Autofahren, irgendwie unglaublich toll ist und einem das Gefühl von Freiheit gibt, aber die Realität sieht meistens irgendwie dann doch sehr anders aus. Und dann ist es eben doch eine gesellschaftspolitische Entscheidung. Möchten wir, dass diese Autos einfach kommen? Wollen wir den Stadtraum darauf vorbereiten, was ja auch noch sehr viel Verkehrstechnologie voraussetzt? Oder möchten wir eben doch sagen, wir möchten Kinder auf der Straße spielen haben oder so viel Platz für die Fahrradfahrer oder die Fußgängerinnen haben? Katharina, du hast uns jetzt versucht zu interpretieren, wer ein Interesse daran hat, dass die automobile Geschichte weitererzählt wird. Mhm. Unserer Wahrnehmung gibt es da unterschiedliche Dynamiken. Die Automobilindustrie hat schon ein Interesse, aber indem man schrittweise mit jedem Modellwechsel die Assistenzsysteme erweitert oder verbessert. Also gar nicht wie Google, ich stelle so ein Auto jetzt gleich auf die Straße und das kann dann alles. Während die IT-Industrie, deswegen ja Google, ein ganz anderes Interesse hat, nämlich möglichst schnell an die Daten zu kommen, die uns schon personenbezogen passieren. Nicht umsonst hat Google bis jetzt am meisten von allen Institutionen in die Technologie entwickelt. Dann an der TU, in dem wir ja hier sind, haben wir dann noch Ingenieure, die erfinden um Däume kommen raus, so schnell wie möglich, egal was, Hauptsache man überwindet Grenzen, die es vorher nicht ging. Und es wird ja enorm viel Forschungsgeld hineingegeben, wie dass diese Autos dann irgendwie mal lernen, alles zu können, beziehungsweise eine Technologie, wie die Kommunikation zwischen den Autos dann zu diesen Schwarmintelligenzen führt. In einer TU, die das Mission Statement hat, Technik für Menschen, ja, was ja Blödsinn ist aus soziologischer Sicht, aber okay, wäre ja so ein Vortrag sehr, sehr wichtig, das mal an höherer Stelle zu verankern und in anderen Fakultäten zu verankern, weil diese Reflexion, die du angestellt hast, what for, also jetzt nicht auf den ersten, sondern auf den zweiten Blick, ja sehr hilfreich, um irgendeine Sensibilität damit dann zu erzeugen. Die Frage ist also, wie man dann als Sozialwissenschaftlerin oder so intervenieren kann. Du hast es jetzt mit dieser Art versucht. Das, denke ich, führt in den Kreis der Wohlwollenden durchaus zu offenen Ohren. Oder man sagt mal, ja, ganz nett, was man gesagt hat, ist ja eigentlich ganz wichtig, macht dann da weiter. Denn ich finde, den Diskurs kann man von innen auch aushören. Und der Diskurs, die Versprechung, die mit verbunden ist, du hast schon angedeutet, weniger Verkehr,
ist da höchst die Frage, wenn ich von 14 bis 104 das Ding fahren kann, wenn alle Mobilität eingeschränkt wird. Du hast schon vermutet, dass die Standortfragen sich ändern. Ja? Ob das nun der Wohnungsmarkt das heraustreibt oder eben die Möglichkeit, Fahrt Vernünftiges zu tun oder anderes zu tun. So, es gibt also im Grunde gar keine Annahmen, dass der Verkehr weniger wird, sondern einfach so Sharing. Und die Luft wird auch nicht sauber, allenfalls durch Immobilität, wobei uns weg und nicht überhaupt. Also muss man nicht sozusagen den Diskurs auch von innen ausfüllen? Was muss man zusammentragen an Argumenten einer Zukunft, die man natürlich noch nicht hammerhart haben kann, um einfach den Diskurs von innen zu entzaubern, nämlich du, das ist der Wunderwutzi für die Lösung aller Verkehrsprobleme. Auf der anderen Seite, Technologie ist da. Ländlicher Raum, Erreichbarkeit, Shuttle-Systeme zum höherrangigen Nahverkehrsmittel, die eben nicht Platz verbrauchen, sondern hin und her fahren. Also wir können Use Cases oder Anwendungsbereiche haben, wo es durchaus auch jetzt im Sinne der Platzverbrauch, Luftverbesserung und diesen ganzen Dingen, Mobilität für Leute, ganz andere Dinge, nur die liegen weit, weit, weit außerhalb der Stadt, im ländlichen Raum. Also wie mit diesen Ambivalenzen umgehen, wenn auf der einen Seite wir brauchen die Technologien für die letzten Beispiele, die müssen vorwärts bringen, da gibt es auch Interessen dahinter, aber das sozusagen aus unseren Städten fernzuhalten, weil sie in Städten mehr kaputt machen als helfen. Frage. Ja, also vielen Dank und ich bin da ja sofort dabei. Das ist natürlich nur ein Zugang, mit diesem Thema umzugehen. Also als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, war ich wirklich entsetzt, dass die Kolleginnen und Kollegen immer nur diese Akzeptanzstudien machen und irgendwie Leute fragen, wollen sie mit einem selbstfahrenden Auto fahren? Und ich finde so, ja, und das weiß ich, wenn sie das hypothetisch beantworten. Das ist im Prinzip Methodenlektion 1, wenn man hypothetische Fragen stellt, kriegt man eine hypothetische Antwort. Das heißt überhaupt gar nichts. Und ich fand es dann, eben je länger ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, umso quasi entsetzlicher fand ich das, dass eben diese Forschung sich nur auf diese Ethik- und Akzeptanzfragen stützt oder konzentriert und eben diese grundsätzliche Frage, was passiert da eigentlich, gar nicht stellt. Und ich sehe eben auf der einen Seite, dass gerade ja, eigentlich alle Modelle führen quasi auch zu einer Steigerung von Mobilität und auch zu einer Beschleunigung. Eine Faulheit. Bequemlichkeit, faule, man nennt es Komfort, aber das ist die Alexaisierung von Gesellschaft weitergeführt. Und das hat natürlich auch mit sehr viel abhängiger Mobilität dann noch zu tun. Also das eine, dass man sich alles Mögliche liefern lässt, das sind ja auch Mobilitäten. Irgendjemand bringt einem die Sachen dann auch, die man über Alexa bestellt hat. Und auch hier eben, es führt zu sehr viel mehr Mobilität. Auf der anderen Seite eben, dadurch, dass man jetzt irgendwie noch im Internet unterwegs sein kann, während man irgendwo hinfährt, kann man natürlich irgendwie noch viel mehr unterwegs sein. Und das wäre dann für die Hartmut-Rosa-These. Es beschleunigt sich alles immer weiter. Es gibt uns keine extra Zeit, sondern es wird alles noch verdichtet, alles noch viel mobiler. Und da sind es nur Elemente in dieser ganzen Entwicklung. Ich würde eben, und da bin ich auch dabei, nicht sagen, dass diese Technologie an sich komplett sinnlos ist, weil ich glaube, die grundsätzliche Mobilitätsfrage wird sich eben nicht im städtischen Raum entscheiden, sondern auf dem Land. Also die Frage, ob Autos oder nicht Autos, wird letztendlich im ländlichen Raum entschieden werden und da sehe ich einfach noch keine wirklichen Alternativen. Deswegen finde ich dieses Postauto aber auch so interessant, weil die Schweiz, für die das sehr wichtig ist, dass dieser ländliche Raum erschlossen ist, ja, diesen Versuch startet, über diese Technologie hier diese Erschließung aufrechtzuerhalten, die natürlich gesellschaftlich unglaublich teuer ist. Ja, die Frage nach dem automobilen Subjekt und der Definition und Ausweitung dieses Begriffs eigentlich und vor dem Hintergrund der selbstorganisierten Stadt oder dem Bild des selbstorganisierten Stadt interessant in den Dimensionen, wie sie das sind. Vor allem deshalb, weil ja die Fußgängerpolitik zum Beispiel auch eine Politik ist, die sehr stark mit Selbstorganisierung, Selbstverwaltung eigentlich, dem Bild der selbstorganisierten öffentlichen Raums sozusagen spielt. Und die Frage ist sozusagen, ob man da nicht einfach eigentlich die Kritik auf einer anderen Ebene sozusagen ansetzen müsste. Ich meine, es ist sehr interessant natürlich vom automobilen Subjekt zu sprechen, aber ist das Problem oder die Frage, ob die Kritik nicht
selbstverwalteten, selbstorganisierten Öffentlichkeit des Lebens? Also diese Figur, dass eben Menschen sich selbst organisieren, sich selbst steuern, sich selbst überhaupt durchs Leben steuern, navigieren, ist ja jetzt überhaupt nicht nur auf das Auto beschränkt. Am Auto macht es sich nur im Vergleich jetzt zum öffentlichen Verkehr besonders schön fest, dass diese Idee in modernen Gesellschaften, in individualisierten modernen Gesellschaften, eben die ist oder dieses Idealbild, dass wir uns selbst steuern, dass wir irgendwie selbst in allen möglichen Situationen navigieren und entscheiden, gehen wir jetzt rechts, links, gehen wir über die Ampel, wie auch immer. Und dafür steht eben dieses automobile Subjekt jetzt jenseits oder darüber hinausgehend, dass es nur der Autofahrer ist. Aber diese Idee, ich kann jederzeit entscheiden, ich steige in mein Auto und fahre irgendwo hin, weil da ein Job ist oder weil da der Strand ist, das ist eben diese Idee des individualisierten Subjektes, was natürlich überall auftaucht. Also diese Selbststeuerung geht ja sehr weit noch, also eben ist nicht nur im Verkehr, sondern ja, wir steuern unsere Biografie selber, unsere Bildungswege sind selbst entschieden, selbst gesteuert. Ja. Und wir optimieren uns natürlich immer und ständig in allen möglichen Bereichen. Also das war so ein bisschen das, was ich damit gemeint habe. Ich würde vorher neue Wortmeldungen und dann gehen wir spielen. Mich beschäftigt gerade noch dieses Bild von diesem Postauto, dem Selbstfahrenden. Weil ich mich frage, wo der Fahrer und die Fahrerin des Postautos, die haben ja nicht nur die Funktion, dass sie das Auto steuern, sondern ganz andere Funktionen. Wenn man in der Schweiz mit dem Postauto unterwegs ist, dann wird die Zeitung ausgeteilt unterwegs und dann wird die Tasche vom einen Ort in den anderen Ort gebracht, dass wir abholen, und dann rufen wir noch an, wenn jemand Verspätung hat und so weiter. Also das sind so Funktionen, die, glaube ich, ganz wesentlich sind. Wir haben das auch gemerkt, wenn wir im ländlichen Raum also Gemeindebusse, Bürgerinnenbusse einsetzen. Wie wichtig es ist, dass es die Fahrerinnen und die Fahrer gibt, dem der auffällt, der oder die ist halt nicht dabei, was ist los, wo er halt die Tasche zum Haus hin trägt oder wo halt einfach ganz viel face-to-face sozusagen passiert und viel Unterstützung da ist. Und darum, ich zweifle schon etwas, ob das diese gerade im ländlichen Raum und gerade mit den Menschen, die jetzt nicht so leicht Möglichkeit unterwegs sind, ob das wirklich. Also ich habe da ganz ehrlich gesagt, habe ich da auch große Zweifel, wie schnell das durchsetzbar ist oder beziehungsweise, dass es nicht zu neuen Explosionen an solchen Stellen kommt. Weil auch die Idee, dass ich über mein Smartphone irgendeine App sage, jetzt bitte Postauto, komm bei mir vorbei. Also ich stelle mir dann immer meine eigene Mutter vor und die würde einfach nicht mehr mit dem Bus fahren. Das ist ganz klar, weil das ist eine Zugangshürde, die einfach nicht überwindbar ist. Weil sie im Wohnzimmer sieht, so im Wohnzimmer hinein sagt, Autobus, Postauto, komm vorbei. Da sind wir bei diesem Big Data, sozusagen. Genau, Alexa, so schon klar, was, ne? Ja, ja. Also ich sehe da auch ganz große Probleme und Explosionen, die da passieren können. Natürlich ist ein Teil noch irgendwie auch eine Generationsfrage, aber diese Interaktionen, die eben immer auflaufen, vielleicht was manchmal in diesen Modellen einfach ja, übersehen wird, welche Funktion so ein Postautofahrer dann hat, der dann eben auch sagen kann, ja, der Wanderweg da oben ist geschlossen, sie müssen gar nicht hochfahren. Ja. Das kann man natürlich auch auf eine Anzeigetafel. Also die Stunde. Moment, da ist noch eine Wortmeldung, dann da ist ein Dankeschön. Zwei Dinge, eine spontane Reflexion auf das. Mir hat bei einem Vortrag, habe ich gehört, ein britischer Generalstabschef, der berichtet hat über Versuche der Amerikaner, ihre Sondereinheiten in automatisch gesteuerte Hubschrauber einsteigen zu lassen. Also es sind hochtrainierte, professionelle Soldaten mit aller Flugerfahrung, die man sich nur vorstellen kann. Die weigern sich, in einen Hubschrauber einzusteigen, der von einer zentralen Stelle gesteuert ist, um für kurze Zustellflüge zu ihren Einsätzen, eben die hochriskant sind für die Piloten,
Also es gibt vehemente mentale Sperren gegen ein nicht persönlich besetztes Transportmittel. Und jeder kann sich ausmalen, was das für nicht professionelle Nutzer heißt, in ein Fahrzeug einzusteigen, das keinen Lenker hat. Wobei natürlich auch diese Sperren und diese Weigerung, die gab es immer schon. Also die Menschen haben sich geweigert, in die ersten Züge einzusteigen, die Menschen haben sich auch geweigert, in die ersten Autos einzusteigen, weil ihnen das total Respekt war. Und da sehe ich immer noch nicht das Problem. Ich glaube, das ist, also ja, ich hätte jetzt auch ein Problem, in so einen Hubschrauber einzusteigen, aber in diese Autos, ich denke, das ist was, was sich gesellschaftlich entwickeln könnte, dass es völlig normal ist. Und ich meine, im U-Bahn-Bereich, ja, gibt es ja schon, schienengebunden gibt es ja schon, dass sie selbst fahren, ohne Fahrer. Und wir tun es oft genug, dass wir Sachen machen, wo wir die Verantwortung oder die Kontrolle komplett abgeben an die Technik. Also da sehe ich immer noch nicht so, dass das irgendwie so ein No-Go ist, dass es überhaupt nicht kommen wird. Meine Frage war eigentlich, Sie haben den Terminus Vorbereitung des Stadtraums benutzt, um irgendetwas in den Raum zu stellen, was Stadtplanung tun könnte. Sie beziehen jetzt auf die europäische Kernstadt, wo so ein selbstfahrendes System eingreifen würde. Und wir reden auch in Wien schon über die Vorbereitung der Stadt auf dieses kommende System. Wie könnte das gehen? Worauf muss man sich vorbereiten? Weil wenn ich diese beiden linken Abbildungen sehe, würde ich spontan sagen, wir können uns zurücklehnen, weil das Auto beherrschen wir schon, der Platzbedarf des selbstfahrenden Autos ist ähnlich oder größer. Also wir haben kein Problem, uns vorzubereiten. Oder haben wir doch ein Problem? Was ist Ihre Sicht auf den Dienst, den Stadtplanung, die eine Vorlaufzeit von 20 bis 30 Jahren haben muss? Also ich bin Soziologin, ich bin keine Ingenieurin, ich weiß nicht, was jetzt technisch alles notwendig ist, damit diese Autos kommunizieren können im Stadtraum, damit sie alles Mögliche wahrnehmen können. Also ich bin in dem Zusammenhang auch schon auf eine Bewegung gestoßen, die quasi Widerstand entwickelt, Widerstandsformen gegen solche selbstgesteuerten Technologien. Und da sehe ich irgendwie auch ein Problem, was passieren könnte, wenn diese Autos im Stadtraum unterwegs sind. Also das war auch eine Diskussion, die hatte ich mit dem Geografen, der dann meinte, naja, wenn man über so eine Autobahn gehen will, wo lauter selbstfahrende Autos stehen, unterwegs sind, schmeißt man einfach seinen Rucksack voraus, dann halten die ja alle an, weil die das alle wahrnehmen, und dann kann man entspannt über die Straße laufen und der Verkehr ist blockiert. Und wenn man das einfach mal weitergeht, was das für eine Stadt bedeutet, wie der Straßenraum gesichert sein muss, dass genau sowas nicht passiert, dass man irgendwie einfach, indem man Gegenstände auf die Straße wirft, das verletzt ja niemand, weil die Autos sind so intelligent, die halten alle an oder fahren rum, dass man aber den gesamten Verkehr sehr schnell zum Erliegen bringen kann. Automatisch, also da ist so die Zusammenarbeit von Mensch und den Autos quasi gegen die Menschen außerhalb. Das würde auch zu so einer Sicherung dieses Verkehrsraums führen, was dann eben nicht mehr so ein offener Straßenraum wäre. Und da sehe ich jetzt Entwicklung, die möglicherweise auch sehr unschuldig, auf keinen Fall wünschenswert sind jetzt für das Erleben von Stadt. Aber was notwendig ist, was dann noch alles passieren muss, das hängt auch sehr stark davon ab, ob es eben private Autos sind, die man dann in irgendwelchen, auf normalen Parkplätze stellt, oder ob es Carsharing-Autos sind, die man dann auch in irgendwelche gestapelten Garagen parken kann, wo man da reinkommen muss, sondern dass sie selbst machen. Naja, ich verstehe diese extreme Skepsis überhaupt nicht. Da haben sich Menschen geeignet, mit dem Lift zu fahren, heute vielleicht der Lift. Und apropos selbstfahrende Zukunft, die in Wien Künder fahren, die U-Bahn, komplett autonom. Man setzt auf eine Person rein, weil die mit den Menschen Angst hat. Würde diese Person nicht drin sitzen, dann wäre der U-Bahn viel billiger und viel effektiver und effizienter. So auch in der Stadt. Man braucht nur schauen, was Uber macht. Und da sind wir wieder beim Carsharing. Da könnte man drastisch die Anzahl der Kinder auslösen. Und das sind Ansätze, die ja interessant sind. Man kann ja auch selbstfahrende Autos, die im Stadtraum
Hat man dann Verkehr, was kann man auch lösen? Man braucht ja nicht mal da bestehen. Warum? Auch technisch ist es überhaupt nicht notwendig. Also bin ich, ja, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich denke, die Frage ist nicht unbedingt, also unser Verkehrsproblem ist eben kein technisches Problem. Und da ist es ja nicht entscheidend, ob die Dinge irgendwann selbst fahren oder ob sie noch einen Fahrer haben. Also ich denke, früher und später fahren die Leute auch entspannt mit selbstfahrenden Autos und selbstfahrenden U-Bahnen ohne Fahrer. Auf jeden Fall. Die Frage ist wirklich, wie organisieren wir unsere Mobilität? Wollen wir daran festhalten, dass jeder und jede so ein Auto vor der Tür stehen hat, ein eigenes? Oder wollen wir überlegen, ob es nicht effizientere, wirklich ja, auf verschiedenen Ebenen effizientere und sichere Verkehrsmöglichkeiten gibt oder Verkehr zu organisieren? Und ob das jetzt Carsharing ist, ob das öffentlicher Verkehr ist, gekoppelt mit selbstfahrenden Bussen oder wie auch immer, ist dann eine Frage dessen, was ist möglich und was ist auch wünschenswert. Aber es ist eben keine rein technische Frage, was da passieren wird oder ja, welche Formen unsere Zukunft verändern. Ja, aber das Auto braucht nur eine Lastmeile zu schaffen. Ich brauche nicht, ich muss nur zum Knotenpunkt kommen und dann kann ich mit diesem Hyperloop da aus dem Zettel die Stunde nach. Ja. Das ist es ja. Und eine Stunde später wieder zurück. Wahrscheinlich. Ja, ja. Aber das ist ja alles, also das sind ja alles Sachen, die existieren schon und trotzdem werden sie nur marginal genutzt. Also es gibt diese Carsharing-Autos, die, wenn man jetzt in einem städtischen Kontext wohnt, meistens gar nicht so weit weg sind. Also häufig ist dann auch der Parkplatz schon weiter weg, den man lange gesucht hat. Also rein ökonomisch effizienzorientiert gibt es jetzt schon sehr viel bessere Systeme und auch sehr viel günstigere Systeme als dieses eigene Auto, mit dem man überall hinfährt. Also ganz klar.